wunderschöner Morgen, denn es ist gerade Nacht. Erwartet uns hier in unserer kleinen süßen Minecraft-Welt. Meine lieben Freunde, zum Ende der letzten Folge habe ich euch ja gesagt, ich gehe auf eine Challenge ein und versuche diese Challenge umzusetzen, dass ich 3 Tage lang nicht schlafe in meiner Minecraft-Welt, weil mir gesagt wurde, dass ich das nicht schaffe. Und ich dachte, es geht dabei nur um Monster, die dann eventuell ankommen, aber nein! Mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass dann auch Phantome spawnen. Hm? Nicht mit mir. Wir starten ganz normal, wie sonst auch immer, in die Minecraft-Folge, nämlich mit einem wunderschönen guten Morgen. Da habt ihr mich wirklich ein bisschen an der Nase herumge... Ich bin halt ein Allmann. So. Wir haben für heute allerdings etwas vor. Und zwar... Was soll ich mit euch machen? Komm, dann gehen wir eine kleine Runde. Gassi, Balu. 10 Sekunden später. Wo kam der denn jetzt her? Ey, dass hier immer so random Creeper spawnen. Du gehst mal bitte ganz kurz wieder zurück ins Wasser. Und Balu, du ein kleiner, blöder Idiot, ich packe dich auch direkt mal wieder zurück hier ins... Ist da noch einer? Nee, das sind nur die Schildkröten hier. Also Balu ist drin und Balenciaga ist drin. Und jetzt, meine lieben Freunde, zeige ich euch erstmal ganz kurz, was ich in der heutigen Episode vorhabe. Denn, das habe ich ja schon in der letzten Episode angekündigt, ich möchte hier vorne, hallo Pepper, ich möchte hier vorne einen Luftballon hinbauen. Beziehungsweise vielleicht auch noch ein paar mehr. Die Sache ist allerdings, dass ich in meiner Testwelt schon geschaut habe, wie viele Ressourcen ich eigentlich habe. Und ich habe nicht mal die Ressourcen für einen Luftballon. Von daher, um es euch erstmal ganz kurz zu erklären, ich brauche halt eine Menge Beton und ich brauche auf jeden Fall noch ein halbes Stack Sand und noch mehr als 1 Stack Kies. Deswegen würde ich direkt mal runtergehen in die Höhle, nicht in die Hölle, das sind 2 verschiedene Welten, und gönn mir hier erstmal ein bisschen Sand, den brauchen wir ja eh nicht, den habe ich ja damals nur hier hingebaut, weil ich halt dachte, dass ich hier eventuell eine Bambusfarm mache, beziehungsweise Zuckerrohrfarm, und das ist ja doch nichts geworden. Hier unten soll immer noch der Bunker rein, keine Ahnung, ob ich den noch bauen werde. Ich will eigentlich die ganzen Projekte, die ich noch habe, umsetzen, während dieser letzten 19 Folgen mittlerweile ja nur noch. Allerdings, euch jetzt mal eine ganz kurze Timelapse, wie ich hier den Sand abbaue, wie ich mir noch Kies hole und generell mir die Sachen zusammencrafte, die ich für den Luftballon benötige. So, ich bin fertig vorbereitet und ihr seht auch schon, ich habe hier eine Menge roten Trockenbeton, ich habe hier eine Menge Fichtenholz-Dinge, wie beispielsweise Bretter, Zäune, Zauntore und Stufen, und ich habe auch schon Seerosenblätter in der Hand, denn das Seerosenblatt wird uns nachher helfen, dass wir uns passend hochbauen können, denn der Ballon soll direkt hier vorne stattfinden. Ich habe mir erst gedacht, dass ich ihn woanders hinsetze, das kann ich euch sofort zeigen, ich muss nur allerdings erstmal hier ganz kurz markieren. Hier vorne soll er nämlich sein, sogar sehr, sehr nah hier vorne dran, ihr seht nachher auch warum, der wird nämlich nicht allzu riesig. Denn der hat auch gar keine Funktion und soll einfach ein Deko-Element sein. Ich wollte den erst hier vorne hinbauen, dort, denn in die Richtung haben wir noch gar nichts. Die Sache ist allerdings, dass hier die Südseite ist und die Sonne scheint den Ballon dann von der falschen Seite an und dann wirkt der, auch wenn der rot ist, ziemlich dunkel und das sieht nicht so schön aus, dann wirft er auch einen Schatten auf unsere Insel. Die Sache ist allerdings, dass ich ja leider roten Trockenbeton habe. Ich benötige allerdings normalen Beton und deswegen muss ich den jetzt erstmal hier ordentlich dran setzen. So, Freunde, das hat jetzt doch nochmal 12 Minuten gedauert, den ganzen Trockenbeton hier hinzusetzen und wieder abzubauen, sodass es normaler Beton wird. Allerdings habe ich hier 220 oder sogar noch ein bisschen mehr von dem Trockenbeton. Damit müssen wir allerdings gar nicht erstmal anfangen, sondern erstmal mit den Fichtenholzbrettern. Ihr wisst ja, ich liebe Fichtenholz, deswegen mache ich auch hier den Ballon aus Fichtenholz. Und ich habe mir auch gerade überlegt, dass ich den vielleicht doch noch ein bisschen weiter vorne ins Meer reinsetze, weil so ein Ballon, der fliegt ja auch immer nie so nah an Holz. Her. Von daher hier erstmal das Seerosenblatt hin und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum hier ein Seerosenblatt? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich mich sonst vom Boden aus bis nach oben hochbauen müsste, um hier überhaupt den ersten richtigen Block hinsetzen zu können. Und jetzt kann ich einfach so machen, zack, und hier einen Block hinsetzen. Und ich habe mir auch noch extra ein bisschen mehr Fichtenholz mitgebracht, sodass ich das so ein bisschen als Plattform benutzen kann. Ich baue den Ballon jetzt auf jeden Fall in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-fache Höhe, sodass, oder vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger, glaube ich, weil das hier unten ist ja die Situations... warum sage ich so oft Situation?
Macht gar keinen Sinn. Auf jeden Fall geht's hier los, denn das hier ist der Bereich, wo man dann quasi drin steht. Da werden wir zwar nie drin stehen, ich hab's ja zu Beginn schon gesagt, es ist eher ein Deko-Element, der Balloon hier vorne. Allerdings muss auch das natürlich durchdacht sein. Von daher hier das Eingangstor. Und dann kann man hier quasi reingehen. Hier vorne auch nochmal Fichtenholzbretter hin und hier an die Seiten Fichtenholzzäune, sodass das Ganze natürlich gut gesichert ist. Aber ist euch mal aufgefallen, dass so ein Ballon, der ist ja null gesichert, ne? Überleg mal, im Flieger, du schnallst dich an, du hast das an Sicherheitssachen und dies und blau, so ein Ballon? Du musst einmal so ein Vogel rein und bam! Weg vom Himmel. Das passiert uns in Minecraft natürlich nicht, denn hier gibt es, perfekt, hier gibt es tatsächlich keine Vögel. Eventuell gibt es die allerdings in Staffel 2 von Minecraft mit Luca. Müssen wir mal abwarten, ob ich da so eine Mod installiere, dass da so ein paar Tiere mit drin sind. Allerdings konzentrieren wir uns erstmal noch auf diese Staffel hier. Denn wir müssen uns jetzt hier erstmal ganz kurz hochbauen, beziehungsweise die Blöcke unter uns auch direkt wieder abbauen. Denn die sollen da natürlich nicht bleiben. Das ist schon ein bisschen schwierig, dass wir uns jetzt gerade in dieser schwindeligen Höhe hier fortbauen. Das war es auf jeden Fall, was wir mit dem ganzen Fichtenholz machen mussten. Wir mussten nur erstmal ganz kurz hier vorne hochkommen und hier kommen... kommen, sag mal, bin ich dumm? Hier kommen wir jetzt nämlich auch schon zu unserem richtigen Ballon. Also zu diesem Ding, zu diesem was ist das? Ist das Stoff? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich finde das alles ein bisschen suspekt. Perfekt, direkt den ersten Block hier falsch gesetzt. Ihr seht schon, ich habe hier, da wo die Zäune hochgehen, einen roten Kreis drum gesetzt. Und jetzt kommt an jede Seite hier zack und hier auch nochmal zack und hier auch zack roter Beton dran. Hier gehen wir jetzt nochmal einen höher. Die Sache ist, ihr könnt das Ganze natürlich auch aus Wolle bauen. Sieht dann wahrscheinlich sogar noch ein bisschen geiler aus. Allerdings ist Wolle schwierig in Minecraft. Ja? Da braucht man entweder eine Menge Fäden für oder eine Menge Schafe. Ich habe weder noch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache es mit Beton, weil das mit Kies und Sand ein bisschen besser aussieht. Und ich finde auch die Farben, ehrlich gesagt, so ein bisschen cleaner als Wolle. Sobald wir diesen eckigen Kreis jetzt haben, bauen wir auf jede Spitze so ein kleines T. Also ein so ein Block steckt ja ab und dann brauchen wir da oben quasi drei Betonblöcke nochmal drauf. Und dann hier drinnen baut man das Ganze so. Also eins, zwei, zack. Nee, das ist falsch. So bauen wir das Ganze. Also hier bam, bam und dann immer einen nach außen. Also so und hier vorne auch bam, bam, bam und hier vorne auch bam, bam, bam. Das Video, wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, packe ich euch selbstverständlich natürlich wieder unten in die Beschreibung. Also checkt das gerne aus. Und wenn ihr schon in der Beschreibung seid, könnt ihr mir gerne noch auf Instagram folgen. Hab da ein neues Foto hochgeladen. Hab da vor 3 Wochen neues Foto hochgeladen. Jetzt gehen wir an den Seiten auf jeden Fall 5 Blöcke in jede Richtung. Beziehungsweise hier haben wir ja 3 Blöcke und dann gehen wir nochmal einen Block weiter. Genau das gleiche nun auch auf dieser Seite und dann auch jetzt hier vorne auf der letzten Seite. Zack und zack. Und jetzt gehen wir hier auf jeder Seite 2 Blöcke in die Höhe. Allerdings auch hier vorne über die Seiten rum. Sodass das hier quasi so jetzt mittlerweile sogar schon der Mittelpunkt vom Leuchtturm ist. Der war wieder falsch. Perfekt. So, zack, zack. Die Sache ist, dass ein Ballon alleine mal so ein bisschen einsam aussieht, finde ich. Gerade wenn man so am Himmel so einen Ballon sieht, finde ich, ist das immer so ein bisschen weird. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir eventuell demnächst nochmal ein paar mehr Ballons bauen. Und dann nicht nur einen roten Ballon haben, sondern dann noch irgendwie einen blauen hier neben so ein bisschen tiefer und noch einen gelben oder so hier so ein bisschen höher. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Nun gehen wir oben allerdings wieder so ein bisschen spitzer zu und machen das nicht über die komplette Länge, sondern wieder nur 5 Betonblöcke und auf die 5 Betonblöcke setzen wir dann auch nur nochmal 3 Betonblöcke, also quasi genauso, wie wir das unten gemacht haben. Und jetzt auch wieder auf der Innenseite unser L, wo ich mich zu Beginn ein bisschen verbaut habe, leider. Nun sind wir hier oben angekommen und bauen nur noch diese Ecken hier eben fix zu. Dann hier vorne 1, 2, 3, 1, Moment, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und hier nochmal 1, 2, 3 und dann nur noch das hier in der Mitte schnell zubauen. Dann sind wir quasi schon fertig mit dem Ballon. Die Sache ist allerdings, dass wir hier an die Seite jetzt auch noch etwas dran bauen müssen. Und da ist jetzt die Frage, wie ich das mache. Ich muss mich da jetzt so ein bisschen herhangeln, denn hier in die Mitte muss ein Block, dann müssen hier welche runter. Wir müssen dann allerdings auch wieder ein bisschen weiter runter. Ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie hinkriege. Das ist halt ein bisschen blöd, wenn man hier in so einer schwindligen Höhe baut. Ich hoffe mal, ich packe das jetzt da irgendwie runter zu gehen. Also einmal so, zack, zack, hier das Fichtenholz abgebaut. Und dann hier nochmal bam, bam, bam. Und hier vorne auch noch einen. Ich hoffe mal, dass ich kann jetzt nicht hin. So, ich hoffe mal, dass ich das jetzt richtig gebaut habe. Denn das Gleiche müssen wir jetzt auch nochmal hier auf die andere Seite bauen. Also hier einen Block hin.
Hier dann zack, die in jede Richtung und hier nochmal. Das sollte allerdings richtig sein. Von daher baue ich mich jetzt hier auch nochmal zur anderen Seite eben rum. Das ist auf jeden Fall sehr gut, so wie ich das gerade mache mit dem Gerüst, was ich mir hier so ein bisschen drumherum setze. Wenn man das im Creative-Modus natürlich dann nachbaut, also ihr dann beispielsweise in eurer Welt, dann kann man da natürlich ein bisschen einfacher einfach drumherum fliegen und so. Das ist für mich jetzt allerdings gerade natürlich nicht möglich. Einen letzten Eichenholzblock habe ich noch und das passt jetzt auch perfekt ins Bam 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 und Bam 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 und Bam. Dann sollte der Ballon auch eigentlich schon fertig sein. Ich baue jetzt mal ganz fix das Gerüst hier eben drumherum ab. Das brauche ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr und das sieht nachher nur blöd aus. Die Sache ist, dass die Sonne da hinten tatsächlich jetzt schon wieder untergeht und an der Stelle würde ich dann auch gleich die heutige Episode Minecraft mit Luca beenden. Ich weiß nicht, ob die Folge jetzt ein bisschen länger war oder ein bisschen kürzer. Ich bin halt in der Aufnahme schon wieder bei fast einer Stunde. Es waren allerdings natürlich wieder zwei sehr lange Timelapses mit drin. Die Sache ist allerdings, dass ich gerade leider wieder ein bisschen Stress habe. Ich muss gleich meinen Zug erwischen, weil ich nach Berlin fahre übers Wochenende. Die nächste Folge wird aber definitiv wieder ein bisschen länger. Das haben sich ja viele gewünscht, dass mal die langen Episoden zurückkommen sollen. Ich baue erstmal ganz kurz, fällt mir mal eben auf, hier vorne mein Gerüst auch ab. Das geht ja noch bis zum Ballon oben hin. Ich hoffe, dass ich da jetzt überhaupt drankomme, sonst muss ich mich da gleich auch nochmal ein bisschen hochbauen. Und perfekt, es hat geklappt. Okay, super. Hier vorne nochmal kurz das Fichtenholz abbauen und den untersten Block auch. Hier vorne das Seerosenblatt und dann sammle ich jetzt nochmal eben fix hier meine ganzen Bretter ein, die hier vorne noch überall rumschwimmen. Guck mal, hier im Wasser die Fische. Ey, das ist echt wundervoll. Ich weiß noch genau die erste Episode Minecraft mit Luca, wo ich auf dieser kleinen Insel da hinten gespawnt bin, wo mittlerweile ja der Leuchtturm steht und rüber geschwommen bin und überhaupt erstmal das ganze Seetang hier gesehen habe, die ganzen Fische gesehen habe und mir einfach nur, aua, au. Ich dachte schon, ich werde angegriffen. Ich habe einfach wieder keine Luft bekommen. Die Sonne geht unter. Ach, das war doch dieser Fisch. Ist aber auch egal. Freunde, wir haben heute nur positive Vibes in der Folge, denn wir haben einen Ballon. Oh mein Gott, der sieht voll nice aus. Alter, das hätte ich niemals gedacht, dass der doch so wild aussieht. Vor allem mit dem Himmel im Hintergrund. Ah. Müssen wir mal ganz kurz hier den Michael Phelps rausholen. Ich gehe auch mal ganz fix eben schnell schlafen, sodass wir uns den Sonnenaufgang nochmal mit dem Ballon zusammen angucken können. Also eben ganz schnell hier nach oben, den Villager eben, upsala, den Villager eben kurz hier aus dem Bett verjagen, bam, rein hier. Und dann können wir uns den Ballon jetzt nochmal beim Sonnenaufgang angucken und dann zeige ich euch auch, warum es mehr Sinn machte, den Ballon dorthin zu setzen, anstatt, was ich ja irgendwann mal angekündigt habe, da vorne noch was hinzubauen. Denn das hier ist wirklich sehr wild. So zwischen den Bäumen, da vorne so ein Ballon. Und jetzt stellt euch vor, hier neben noch so ein kleiner blauer und hier irgendwie so ein gelber noch irgendwie in der. Das ist auch besser so. Denn ich gehe jetzt auch, meine lieben Freunde. Wenn es euch heute gefallen hat, die Episode Minecraft mit Luca, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, falls ihr noch kein Teil der Lucrew seid und neue Videos nicht verpassen wollt. Schreibt mir zugegeben bitte gerne unten in die Kommentare, was ich in der nächsten Episode machen soll. Soll ich die beiden Ballons in der nächsten Episode vielleicht direkt schon bauen? Der sieht schon echt sehr, 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 sehr wild aus da vorne am Horizont. Oder soll ich in die Höhle gehen, die wir hinten in der Wüste entdeckt haben? Oder soll ich etwas ganz anderes machen? Soll ich mal wieder in die Hölle gehen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wir sehen uns übermorgen wieder. Au!